Einen wunderschönen guten Tag zusammen, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Life is Your Own. Life is Feudal, Your Own. So, was hast du gesagt? Life ja, genau. is Your Own? Life is Your Own, Junge. Weißt du Bescheid. Ja, so, ich muss mal Essen wissen. Auch nicht falsch in guck dem hier, guck dir die beiden Schipper da an. So, ja, wir schippen ja, und schippen. Ich erinnere mich, er ist halt ein bisschen von unserem Stil gerade aussehen an die Butler aus Gothic 1. Nur dass wir nicht gefangen sind. Wobei, wir sind gefangen auf einer Insel. Ja. Ja. Von daher könnte das sogar noch passen. Ich brauche mehr Bäume. Nur ich will mehr sein als ein Butler. Ich will ein Schatten sein. Oh. Das ist ja süß, jeder hat mal Träume. Wenn ich groß bin. Aber Minen schürfen. Kommst da niemals raus, dafür sorgen wir. Gardist wäre auch nicht verkehrt, wo mein Spiel steht. So, Race. Ja, ich höre auch gerade nicht auf zu hämmern. Zu ach nö, sag mir nicht, der Server ist schon wieder abgestürzt. Was soll denn das? Muss das sein? Mir geht's gerade noch. Okay. Du hörst nur nicht auf zu buddeln. Ja, ich mach das auch immer wieder. Das Problem ist, vielleicht ich höre nicht mein auf. Spiel einfach nur abgestürzt. Ich höre nicht auf, sein. Den Baum zu fällen, obwohl der schon lange auf dem Boden liegt. Ich komme mal eben zu euch gelaufen. Vielleicht seht ihr das ja. Wenn ihr das seht, dann ist es gut. Bei mir passiert gar nichts mehr. Peter ist gerade verschwunden. Yep. Ja, ne, Christian läuft auf mich zu. Life is futile, has stopped working. Da stehst du vor mir. Hä, hey, aber ich hab immer noch die Animation. Vielleicht ist das einfach nur ein Fehler. Vielleicht kann ich das irgendwie bei... Springen. Ne, bringt nichts. Rennen und springen. Ich nehme auch noch Sachen auf. Also aber Christian ist doch der Aufnehmende. Nein. Brüller, Peter. Er hat mich richtig einen rausgehauen. Leck mir am Arsch. So, ich komm wieder rein. Ist nur mein Spiel abgestürzt. Kann passieren, ist ja noch eine sehr frühe Version des Spiels. Eigentlich ist das ein Fehler von uns, dass wir so eine frühe Version schon spielen. Eigentlich sollten wir warten, bis die fertig ist. Das stimmt, eigentlich sollten wir echt mit so einer Scheiße warten. Ja, im Warten sind wir total gut. Ja, im Warten sind wir echt total gut. Wir sind die Könige Meister der Geduld. Nicht. Boah, da muss ich erst nochmal was essen. Stimmt, ich war gerade auch auf 27 runter, ich sollte auch was essen. Aber der Art-Typ, der die Ladebalken gemacht hat, nicht Balken, der die Ladebilder gemacht hat, die sind cool. Aber die sollten ein paar mehr Tipps machen. Die Tipps wiederholen sich so langsam bei diesen ewigen Ladezeiten. Ja, aber manche Tipps, die dabei standen, waren ganz schön wichtig. Ja, das stimmt allerdings. Sachen wie Claimen und so weiter hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Richtig. Oder guck mal, wie die Peter Levels funktionieren. Ich habe nur noch 0,5, weil mir fehlt insgesamt nur noch einer. Ah, ich bin sofort dabei, Junge. Ich bin am Start. Ich bin am Start fast. Müssen wir noch irgendwie so. Da müssen wir Christian noch so ein Ding zimmern. Müssen wir noch herausfinden, wie man jetzt auch was baut. Ja, das ist auch noch nicht ganz unwichtig. Ja. Ich habe gerade ganz viele Bretter gemacht. Mein Carpentry ist jetzt bei über 60. Mal gucken, was kann ich denn jetzt? Jetzt kann Alter, ich. Jedes Mal so ein übelster Schrei kommt, wenn oh, ich jetzt kann ich hölzerne Waffenparts machen. Oh, cool. Ich kann auch, also ab Level 30 kann man Wooden Parts und Small Furniture, also hier Einrichtungen machen. Weapon Parts, Big Furniture und dann Decorated Items. Ja, die Sache ist, wir müssen auf Construction kommen. Und dafür müssen wir... Gesundheit. Meine Fresse. Ah, dankeschön. Und dafür müssen wir dieses Construction Materials Preparing irgendwie hochkriegen. Das ist bei mir noch auf Null. Sonst können wir nichts bauen. Okay, wie machen wir das? Was macht ihr hier eigentlich? Wir bauen hier gerade ein Ding hoch. Great. Also irgendwie sieht das nicht so ganz eben aus. Ja, das ist in der Tat wahr. Weil, da wo ich draufstehe, ist 11. Aber das spielt ja keine Rolle, ob das eben aussieht. Wenn das Spiel meint, dass das eben ist, reicht mir das. Ah, Leute, nee, da wo ich draufstehe, ist 12,3. Ja, da. So falsch. So, die 4x4 hier sind schon mal ready. Das heißt, wir können jetzt noch ein 4x4-Feld für Christian machen. Dafür sollten wir wahrscheinlich. Ja, wo gehen wir denn dafür hin? Gehen wir noch weiter nach links oder rechts oder gehen wir weiter nach unten oder oben? Würde ich fast sagen, weiter nach links oder rechts, ne? Wobei ich bin ganz ehrlich, wenn man nach links oder rechts muss und da ist irgendwie alles auf 12er Höhe, dann lass das auf 12er bauen. Lass das jetzt nicht von 13 abtragen bis auf 11.
Ich überlege gerade, wie das links und rechts von uns aussieht. Was ist denn vor mir, vor unserem Haus? Irgendwie auf 13 bei dem. Dann geht mal zwei Schritte nach oben. Dann thront Christian über uns. Ja. Ja, kann man auch machen, ja. Ja, zwischen unseren beiden Häusern, würde ich dann schon fast sagen. Welche Höhe? Das sind irgendwie 12 mal 13, sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Muss ich mal kurz observen. Observe die shit. So, zwischen unseren Häusern. Ja, aber da stehen Steine im Weg. Ja, die kannst du einfach wegmachen. Ja, kann wenn, man. Wenn du race oder so. Bei mir standen auch zwei Steine im Weg, die waren sind einfach verschwunden dann. Auch so große, wo die Felder rot sind? Ja, weiß ich gar nicht. Moment, ich probiere mal ganz kurz hier. Terraforming da, Construction Race. Materials Preparation ist ein bei Terraforming. Oh, lol. Wisst ihr, was man bei Construction Materials Preparation machen kann? Ein Ofen. Und zwar nur ein Ofen bis jetzt. Okay. Aber was brauche ich denn dafür? Ja, dann, was hältst du denn von Peter direkt rechts in dem rechten Baumstumpf? 4x4. Was hältst du davon, wenn wir einfach rechts neben deinen machen? Das ist die gleiche Höhe wie unsere auch. Das ist quasi genau das gleiche. Lassen wir nicht lieber ein Dreieck machen, das sieht irgendwie gemütlicher aus als eine Reihe. Ja, dann müsstest du höher sein als wir. Dann müssen wir gucken, dass wir. Ne, ein Dreieck ist schwierig, weil da sind halt diese Baumstümpfe sind halt im Weg. Nee, ich mach. Achso, Und unter uns ist es zu krass, weil dann. Ja, wobei wir können. Also, ich meine halt nicht eine Linie, die nicht parallel zur. Natürlich kann ich hier neben Dennis, aber dann müsste ich ja hier oben hin. Dann müssen wir halt nur eine Menge buddeln. Okay, oder? Müssen wir nur eine Menge buddeln, ja. Ja, wir müssen das ja nicht auf. Wir müssen das ja nicht auch auf 11 runtersetzen. Wir können das da oben ja eben machen auf 13 oder so, auf 8 oder auf 12,8. Ja, aber das hier müssen wir noch runter machen. Moment, wo willst du jetzt hin? Also meine Idee wäre gewesen, hier der oben. Rechte von den beiden, genau, da wo Christian jetzt steht, der rechte von den beiden oder auf der anderen Seite abgebrochenen ist Trees. Ja? Ist quasi ja. Moment, ich gehe auch mal in den Observe rein, der ist 13 genau hoch. Der ist bei mir 12,9, what the fuck. Der ist okay. Achso, nee, du meinst der Ding rechts davon, okay, sorry. Genau, das ist die linke Unterecke seines Feldes. Die linke untere Ecke. Genau. Ja. Ui. Und dann machen wir das auf 13. Nee. pass auf, ich würd da noch einen Schritt nach Süden gehen, weil sonst bist du nur am Abschütten, nur am Buddeln und nix am Aufschütten. Ja, ist doch egal, kannst du wegschmeißen, das Zeug. Nee, kannst du ja eben nicht, musst du ja... Nee, doch, dafür... klar, du kannst einfach droppen. Ja, das geht nicht. Geht nicht, hab ich doch auch gerade gemacht. Ich bin doch auch nur noch am Abschütten, schmeiß das die ganze Zeit weg. Wie machst du denn das? Ja, ich nehme das halt auf, also Terraforming, Lore, und dann gehe ich halt im Menü. Ja. Also I. Ja. Und dann mach ich da jetzt nicht drauf. Moment noch. Ich kann auch wenn die Animation gerade nicht abbrechen soll jetzt. Dann mach ich hier Shippy. Und dann einfach pur on the ground. Ja, aber dann pur on the ground ist, glaube ich, dass du dann wirklich das Level auch um einen erhöhst. Kann das sein? Ja, dann schütt man halt nach rechts weg, machen wir rechts einen Berg, einen Wald zu dem rechten da weg. Ja, aber das ist doch voll unlogisch, dann können wir doch besser einen weiter nach der unten Typ machen. Der Typ da hat übrigens schon ein Haus stehen, ne? Muss man das vielleicht gar nicht anfassen? Ey, weißt du, was ich mir vorstellen kann? Kann es sein, dass der noch einfach auf 4x4 anpasst? Naja, sein, da wo der gebaut hat, das ist aber auch ganz schön ein Level. Also das ist ein Level. Echt? Erstmal absurfen. Ihr habt. Okay, jetzt mal ich glaube, ich muss mal reconnecten, liebe Leute, weil ich habe die ganze Zeit die Schaufelgeräusche. Ihr seid bei mir eigentlich alle am Schaufeln. Ich glaube, das. Ja. Wir machen hier mal einen kurzen Cut, sind gleich wieder da. Jetzt komme ich gerade, dieser Schrei am Da ist Laden, Peter der vom Himmel jedes gefallen. Mal, ey, leck mir am Arsch. Ja, die Sounds sind weg und der liebe Bremmy hat festgestellt, die Häuser werden einfach platziert. Also, ihr hättet euch da Bullen quasi sparen können. Da steht er zumindest so, da steht der Building Size, du setzt halt irgendwo hin, dann ist gut. So, außerdem hat der Bram rausgefunden, dass man... Also ich habe Softwood Boards und Hardwood Boards. Welche braucht man? Also brauchst 20 Boards, die heißt nur Board. Ja, aber es gibt Softwood Boards und Hardwood Boards. Die heißen aber nur Board. Okay, vielleicht kann man beide benutzen, weil das ist glaube ich nur eine andere Maserung.
Okay, und was noch? Und Building Locks, sagtest du? Genau, und, Moment. Leute sofort. 10 Building Locks. Okay. Dann mache ich da mal mit weiter. Das ist dann doch nämlich schon eine ganze Ecke. Wie kommt man da dran? Du haust einen Baum rum und dann nimmst du dir eine Säge und zersägst den. Okay, alles klar. Ja, dann ist das mit den Häusern ja doch um einiges besser, als ich das erst dachte. Ja, gerade für so eine Wix-Shack hätte ich mir das jetzt ehrlich gesagt auch fast nicht vorstellen können. Wir müssen so, dann haben wir mal einen Baum um. Lol, you have failed to produce something useful out of that. Super. Ich hab, also wenn du so einen Building Lock machst und das schlägt fehl, ist der ganze Stamm weg. Boah, voll geil. Komm. Wenn wir unsere Hütten damit Tunneln verbinden. Alter, der Baum ist voll auf mich drauf gefallen. Das ist aber nicht so schlimm. Nee. Boah, krass, also du brauchst pro Building Lock brauchst du wirklich einen Baum. Ja, ohne Spaß, der Baum ist gerade umgefallen und daraus ist ein so Pimmelteil geworden. Was ist das denn? Das ist die komprimierte Version, Peter. Ich kann nur Lift and Object machen. Wieso kann ich nur Lift and Object machen? Hast du. Moment. Hast du den Carpentry? L. Das ist in der zweiten Reihe. Zweite Reihe in der Mitte. Nee, dafür muss ich erst Logging erhöhen. Wie kann ich denn Logging erhöhen? Ja, Bäume fällen, wa? Also muss ich jetzt erstmal ein paar Bäume fällen, bevor ich die Dinger zersägen kann. Ja. Wie fäll ich den Baum denn überhaupt? Ja, die Leicht Säge, Quatsch, den, die Axt in, aus... Logging und dann... Moment, dann stellst du dich vor den Baum, rechtsklick und dann cut down. Du kannst nur nicht jeden Baum umhauen, weil es gibt unterschiedliche Baumarten. Oh, und ich habe schon wieder den Fehler, dass ich jetzt die ganze Zeit diese Animation habe. Forestry Login. Ne, get a bark habe ich nur. Ja, ich habe das gerade bei einem Baum geschafft. Wie gesagt, das geht nicht bei jedem Baum. Es gibt unterschiedliche Baumarten. Es gibt Hard- und Softbäume. Da kannst du, könntest Inspect a Tree machen. Dann sagt er dir, ob du den umhauen kannst, aber. Ja. Da, you see a major spruce tree. You estimate its quality as 8. It has been chopped down at 0%. Contains 3 barks, 5 branches, 1 spruce tree sprouts. Ja, bla. Weg damit. Ah, you can chop down it bei 0%. 0%, genau. Ja, wobei, das weiß ich noch nicht, wie das mit den 0%, wie genau das ist. Cut weil down. Wenn ich den Baum umheue, dann liegt da trotzdem so ein Ding. Du musst die Axt nicht in die Hand nehmen, ne? Das macht der von alleine, richtig? Ja, ja. You have failed to produce. Boah, Alter, soll ich jetzt den ganzen Wald abholzen, um die Dinger zu kriegen, oder was? Was mach ich damit jetzt? Jetzt leg die hier hin, oder was? Ja, die kannst du ja schon mal irgendwo sammeln, weil die Dinger brauchst du ja dann später wieder. Davon brauche ich 20 Stück. Ich muss 20 Bäume umnocken dafür. Ja, noch mehr. Der Typ hat doch gerade keine 20 Bäume umgenockt. Warum denn Vielleicht nicht? Hat er ja schon Vorarbeit geleistet. Was? Erstens das und ihr habt eine ganze Zeit lang geschippt, ne? Ja, warte. Ich guck mir das nochmal kurz an. Also, ein Board erstmal. Davon brauchen wir 20. Okay, gut. Ein Building Lock. Haltet mir am Arsch. Ist der kaputt bei? Alter Vater. Na dann, gib ihm. Yay, ich hab einen Building Lock. Oh, jetzt bin ich overburned. Scheiße. Hast du den wenigstens trotzdem bekommen? Ja. Okay. Hoffe ich zumindest. Ja, ich hab sogar. Oh, ich hab 2. Wow. Dann habe ich schon 3 Building Locks. 10 Stück, ey. Haben die einen Affen? Arsch offen, ey. Haben die einen Affen? Wobei, Bretter kriegst du mehr raus. Ja, 4, wa? Ja. Immerhin. Ja, bis zu 4. Also, es muss ja nicht der Fall sein, ne? Alter, erstmal so Bäume finden, die man noch umnocken kann, ey. Wenn ich nur da, auch dann immer diese scheiß Dinger wieder hintragen. Haben wir ätzend alles. Dafür seid ihr schon gut im Buddeln. Get a bug.
Spaß, ich lauf gleich. Ich lauf mir gleich den Ast ab schon. Ja, weil man so weit weg ist, wa? Ja. Da bauen wir ihn weg. Wir brauchen aber einiges an Holz. Nimm den Object. Und los geht's. Vor allem, lauf mal wieder zurück, Alter. Holy shit. Ja, du kannst nicht rennen. Wobei. Ja, ich kann da rennen. Ne, kann ich nicht. Nicht mit, wenn ich Lift ein Object hab. Ne. Also, das Spiel ist echt so ein Spiel, ich sag mal, für ruhige. Ja, das ist so ein bisschen so ein Entspannungsspiel, so. Wenn du jetzt meinst, es gibt voll die Action oder so, no, Sir. Ja, die kommt ja noch. Wenn wir Rüstung haben und all so ein Kram. Und Waffen. Und Bögen. Und eine eigene Burg. Hoffentlich funktionieren die Bögen. Peter, das Burgfräulein ist. Du brauchst eine eigene Burg, wa? Ich guck sofort mal nach, was du dafür brauchst. 5 Milliarden Steine. Ah, ich bin schon wieder overburned. Ups. Da wird langsam dunkel, ey. Können wir nicht mal so Lampen aufstellen? Feuer. Ja, aber das verbrennt wieder so viel Holz. Das ist mir ehrlich gesagt zu krass. Das stimmt. Das stimmt doch. Der hat ja auch richtig viele Bäume einfach umgechoppt. Was braucht man? Sawed Billet oder Sawed Board? Ne, Sawed Building Lock, ne? Du brauchst Board und Building Lock. Alter, was ein Riesenbaum. Den fäll ich jetzt erstmal. Ne, du brauchst 10 Building Lock. Und 20 20 Boards, ja. Okay. Baum. Ja, sehr gut. Guck dir den Riesenbaum an. Da könnten ja wenigstens mal so 10 Stück rausfallen, da müssen wir wenigstens nur laufen. So, komm, jetzt mach da noch einen zweiten raus. Du bist ja mittlerweile voll gut. Jawohl, mach noch einen dritten raus, Alter. Komm schon. Wobei, den kann ich, glaube ich, nicht tragen. Nee, da habe ich gefehlt. Schade. Also vor Ort essen, mal wieder ein bisschen Gewicht verringern. Ja, voll gut. Legst du die Sachen dann irgendwo hin, oder was? Ja. Ich habe die hier in diese... Dings... Das Essen ist voll in so ein Beutelchen getan. Die klaut ja jetzt keiner von uns dreien. Nee, nee. Ich könnte... ja, das ist halt immer so eine Sache, weißt du. Ich könnte jetzt die ihr alle hier hintragt, die könnte ich alle verarbeiten. Aber dann kriegt ihr uns gar nicht. Ich kann mittlerweile selber verarbeiten. Ah, okay. Das ist so eine Sache. So, guck mal, 5 Stück habe ich schon. Wuhu, die Hälfte. Ja, nur wenn du das auch entsprechend da rausbekommst, oder? Ja, mit erhöhtem Skill steigt das, aber ich krieg teilweise 2 Stück und eigentlich manchmal 3 raus, aber dann kann ich nicht so tragen. Aber ist nicht so schlimm. Ja, da vorne macht jemand ein Feuer gerade. Carpentry was not raised, prerequisite level is too low. Oh, ja, shit. Genau, das hatte ich eben auch. Dann habe ich das über 60 gebracht, nochmal gut. So, ein so ein. Was musst du über Level 60 bringen? Den Skill, Logging. Der vorher ist, Logging. Aber das machst du ja eh. Du knüppelst ja eh Bäume rund. So. Hau weg die Scheiße. Ja, Junge, bin ich da, da ist ja echt, da vergeht ja Zeit. Och, komm. Okay. Da habe ich nichts rausgekriegt, ist ja frech. Voll geil, guck mal, wichtig, der Stapel. Der Holzfäller-Simulator ist hier gerade. Alle übereinander gestapelt. Ich habe quasi ja schon ein Haus fertig. Selber gebaut, mit Loks. Oder zumindest so eine Wand. So, Building Loks. Jetzt habe ich genug Building Loks. Jetzt muss ich nur noch... Moment, den kann ich nicht fällen. Doch, den kann ich wohl fällen. So, drop an object. Jetzt brauche ich nur Bretter.
Ah, Sword and Ward. Okay. Wie habe ich denn schon? 5 Stück habe ich auch schon im Inventar. Ist ja genial. Glaube ich, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 4-mal noch laufen. Plus, das wird man noch an Boards braucht. Also noch so 20-mal laufen. You need to catch your breath. Junge, ey, du kannst doch nichts ab. Ja, das kann man mir gerade auch. Mittlerweile erhöht sich Carpentry nur noch um 0,2. Ja, das heißt, du bist doch schon über 60, oder? Ja, ich bin bei 75. Naja. Jetzt muss ich gleich nur noch gucken, wie man den, den Skill hochkriegt vor Construction da. Okay, zack. Ich habe jetzt zwar 22 Boards, aber aus unterschiedlicher Beschaffenheit. Da ja, können wir mal gucken, ob das später noch funktioniert. Okay. Ja, das ist zumindest eine Wand fertig, Bram. Wo soll ich denn mal so ein Furnace hinbauen am besten? Ja, dann zwischen die Häuser irgendwo. Was haben wir denn hier? Carpentry. Aber nicht auf mein Elberfeld. Da möchte ich mein Haus hinstellen. Construction Material Farming. Dark. Was? Wo meintest du? Nicht auf mein Elberfeld, da möchte ich mein Haus hinstellen. Ja, aber jetzt, wo ich es geplantet habe. Keine Ahnung, da wo du meinst, oben rechts neben dem Baumstamm, der Baumstumpf, der steht direkt. Ist ja direkt vor der Tür dann. Von allen. Ja, stimmt eigentlich. Wobei ich immer noch frage, wie das funktioniert. Also den Furnace und jetzt Bild. So. Kann ich den da noch machen? Position. Ah, damit kann man das bewegen. Ah. Hoch und runter und drehen. Cool. Ja, dann bauen wir. Pom, pom. Der haut einfach mit der Hand auf den Boden. Jawohl. Bin ich ja mal gespannt, ob da jetzt noch ein Lehmklumpen bei rumkommt. Der sagt mir bestimmt, dass ich irgendein Tool brauche, was ich nicht habe. Das hat nicht ging. Oder irgendwelche Materialien. Und wie hast du gemacht? Am Boden gucken. Carpentry. Constructor Furnace. Cancel. Aber. Construct a material preparation, create. Furnace. Ach so, lol. Ach, jetzt hast du das Schild eingestellt. Hier entsteht ein Furnace, so nach dem Motto. Und jetzt kannst du das Zeug da reinlegen, was du brauchst. Und das, okay. Aber wie geht das denn mit dem Haus? Aber. Ich brauche einen Construction Skill von 70, 60 brauchst du, damit das was wird, wa? Aber der Construction Materials Preparation hat sich nicht erhöht. Wow. Was denn? Das ist aber doof. Ja, weil wenn ich nämlich jetzt den Furnace baue, dann erhöht sich Carpentry. Was brauche ich denn dafür? Wasser, Lehm, Alter, 100 Clay, jawohl. Und Wild Plant Fiber. Naja, bei dem Skill selbst steht halt bei, man könnte... Ich kann es ja ohne den Skill schon Sachen bauen. Nee, der Skill Construction ist noch nicht freigeschaltet. Das heißt, du kannst auf gar keinen Fall... Nee, ich kann auf gar keinen Fall bauen. Okay. See, Construction Material, da steht nämlich bei, can shape small rocks for building. Aber ich hatte das doch heißt, du müsstest mal Steine suchen. Ja, wo Steine sind? Ich hatte die irgendwo hier ausgekippt. Scheiße. Wo wandert? Da. Irgendwie geht meine hellgrüne maximale Ausdauerleiste wird weniger. Ja, mit deinem Hunger. Mit Full Fressers wird die wieder voll. Ah, okay. Nehmen wir mal die Schaufel in die Hand. Lol. Ich kann shapen. General Action. Ich kann zum Beispiel meine Axt shapen. Construction. Okay, machen wir mal Shape. Und jetzt Shaped Rock. Okay. Wenn ich meine Spitzhacke anklicke, dann erscheint da Construction Materials Preparation. Dann kann ich Shape machen. Dann geht ein neues Ding an.
Da kann ich einen Shaped Rock machen oder Granit oder eine Platte oder Mortar in Pestle, also hier Mörtel. Aha. Ah, und jetzt damit nur noch Rocks. Erhöhe ich den Skill. Und damit erhöht man den Skill, jawohl. Und ich habe schon Steine. Boah, geil. 4,6. Alles klar. 10. Das geht ja schnell. Jo, geht natürlich auch. So. Guck mal, wir schon bei 25. Jawohl. Aber da braucht man... Alter, wie viele Rocks braucht man in der Mitte dafür? Ich glaube, ich mache die ganze Zeit nur Mortar in Pestle, ey. Das sieht mir so aus, als wäre das, was am wenigsten kostet. Ja, das habe ich auch gemacht. Und bin ich jetzt auf 30, jetzt habe ich aber keine mehr. Ja, 30 reicht doch. Der Skill für Construction müsste doch jetzt freigeschaltet sein, oder? Ja, aber müsste eigentlich von Anfang 60, an schon. Ich brauche 60 brauchst für das Ding. Zumindest laut Wiki. Was für ein Ding? Construction Material Preparation. Ja? Weiß ja, ich nicht. Du wenn brauchst, du sagst, also, hättest du dann, glaube ich... Hier im Wiki steht drin, du brauchst für das Furnace brauchst du 60. Für die Shelter. Construct Material Preparation Skill Required 60. Für die Tiny Shack. Das ist das, was wir gerade bauen. Super, und jetzt wird dunkel, dann siehst du nichts mehr. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt an die Scheiße rankomme. Das Problem habe ich aber jetzt gleich auch. Und ich habe bestimmt hier Mörtel und so ein Kram. Oh. Construction Materials Preparation was not raised. Prerequisite skill is too low. Fuck you. Warte, wie weit soll ich denn so laufen? Da kann ich ja schon mal ein paar Loks holen. Also das mit dem Licht und dem Feuer finde ich aber echt ein bisschen ätzend. Wenig Licht. Ja, gar kein Licht. Gar kein Licht. Ja, mich würde jetzt dann auch interessieren, wie ich, oder wo hier einfach irgendwo... Steine zu finden sind. Sind das die Steine quasi, die wir schon mal gefunden haben, wo du quasi mit der Schaufel dann ran musst? Ja, genau. Die Rocks. Ja, die was so aussieht wie Pflastersteinboden. Okay, und da muss man dann mit der Schaufel was nochmal genau machen? Lower Ground Level. Ah, okay. Also so, dass der anfängt zu schippen und dass du was wegnimmst. Was ist das denn hier? Ich hab doch noch Rocks. Was ist denn da los? Was ist denn hier mit Achso. Ich muss schippen. Der achte Lock kommt an. Und das kann ich in der Nacht immer noch machen, die Locks. Vielleicht wird bis dahin der Tag, bis ich alle da hab. Könnte sein, zumindest. Könnte sein. Tja, und ob es noch Tag wird, das sehen wir in der nächsten Folge von Life is Futile. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.